Einen recht schönen guten Freitagmorgen, der 14. Januar, wünscht euch der Bauerhausi. Willkommen auf meinem Kanal. Es freut mich, dass ihr zugeschaltet habt. 7.20 Uhr, noch eine Balle Grassilage in die Raufe. Gestern Abend habe ich da schon Mais reingeschmissen und haben sie über Nacht schon ziemlich zugeschlagen. Mir fällt auf, dass bei mir fast die halbe Nacht lang gefressen wird. Und es fällt mir auch auf, wir brauchen gutes Futter. Balle absetzen. Und wieder auf Retour schalten. Und fast wie ein Mario, nur am Pedal drücken. Jawohl, davon erst vielleicht 10.000 bei mir. Der Berlingo, das Auto für den Hausi und die Numa. Das erste Dieselauto, das ich überhaupt besitze. Ich habe mir immer gesagt, den Diesel fahre ich auf dem Acker und den Benziner auf der Straße. Ja, und ein schöner kalter Morgen. Man sieht die Berge. Ich zeige euch, probiere es mit ein bisschen hinzuzoomen. Ja, da sieht man diese drei Erhebungen hinter dem Bobberg, hinter der Linde, Eiger, Mönch und Jungfrau. So, 9.45 Uhr im Wald. Angekommen, ich habe den Holzerwagen angehängt, versteht ihr? Und jetzt gibt es das Café im Wald. 45 Minuten zu spät. Und dabei habe ich mal ein Mars, das habe ich noch gefunden in der Küche. Jawohl, jetzt werde ich da das Holz oben alles aufladen und hier runterbringen, Brennholz hier stapeln und Sägeholz ist Stapel auf anderer Seite. Aber zuerst das Kaffee. Ohne das Kaffee geht es beim Bauerhausi nicht. Ja, und heute geht's gut. Der Boden ist pickelhart gefroren. Jetzt muss da zuerst aufgeräumt werden, diese Dremel rüber, einer noch quer hinlegen und dann werde ich hier wieder stapeln. Das ist auch gut, ich werde dann rückwärts hier rauffahren in den Wald rein und oben Holz holen. Wenn es da gefroren ist, geht es viel besser. Thank you.
Lastwagen ist voll. Hinunterfahren, abladen. Und hier ist die gefährliche Zone. Wenn ich da wende, muss ich immer schauen, wo steht die hydraulische Steuerung. Ich habe auch schon das ganze Teil kaputt gemacht und bin jetzt schon wieder leicht berührt. Es ist so gefährlich. Der Fendt hängt da weit hinten raus oder das ist zu tief, die ganze Sache. Ja, 5 nach halb 12. Ab nach Hause. Diesel tanken für den 714er, das erste Mal im Jahr. Preis 1,77 inklusive CO2-Abzocke. Dieses Holz kann man als Hackholz sehr gut verwerten. Wenn man das schneiden müsste, wäre der Aufwand fast zu groß, Meterstücke schneiden oder so. Aber als Hackholz, Heizwert vielleicht nicht so gut, aber abhauen, aufladen, hacken geht schnell. Hier, das ist der Hackholzhaufen. Ja, liebe Freunde, seht ihr da diese Spuren hier? Es ist nicht ganz gut gegangen beim Wenden. Ich wollte da rückwärts raufwenden und habe auch gewendet. Bin aber abgerutscht in diese dürre Fichte rein. Und ich habe es nicht gesehen, dass der Kotflügel anstellt. Ach, Scheiße. Zeige ich jetzt da den Schaden. Ich habe wieder mal Schaden gemacht. Hier Kunststoff eingedrückt. Zum Glück hat der Fendt nur Kunststoff außen, nicht Blech. Aber das muss man ersetzen. Ja, da. Auf der eisigen Straße richtig abgerutscht nach unten. Und dann hier rein. Und das habe ich erst bemerkt, als der Kotflügel schon kaputt war. So, 16 Uhr. Fertig mit Arbeiten. Holz. Ist das meiste hier gelagert. Etwas ist nach oben. Aber ich habe probiert mit dem Wagen hinfahren. Geht nicht, es ist zu eng. Darum Feierabend, Wagen zurückbringen, zuerst ein bisschen reinigen und dann zurückbringen.
Ja, da muss alles untersucht werden. Jawohl, Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag und man sieht sich. Tschüss zusammen, ciao, ciao. Danke fürs Reinschauen. Ciao, ciao.